Guten Morgen, dies ist nun mein erster richtiger Tag in Seattle. Geplant sind für heute Besuch des Luftfahrtmuseums und der Blue Angels. Mal sehen, ob es klappt. Und ja, dann muss ich nochmal zu Alamo und das mit dem Mietwagen klären. Der Serviceintervall hat er mir gestern Abend noch gesagt, ist irgendwie 3000 Meilen überzogen. Und ja, na gut. Mal schauen, vielleicht raucht die Karre heute schon auf. Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall nicht vor 10 dahin fahren, weil dann ist mein Kumpel Tim da, mit dem ich gestern so gute Vibrations hatte. Möglicherweise weiß er tatsächlich noch, wer ich bin. Gut, dann wollen wir mal losgehen, schauen, wo wir noch Frühstück abgreifen können und dann mal sehen, was kommt. Bis denn! Ja, Frühstück, Kaffee to go geholt, Apfel mitgenommen. Frühstück war nicht überwältigend, aber naja, mein Gott, war umsonst, was willst du machen? Morgen probiere ich mal Waffeln. Jetzt stehe ich hier gegenüber vom Museum of Flight. Muss nur noch über 1000 Ampeln, bis ich da bin. Aber gut, das wird sich irgendwie machen lassen. Wenn ich wüsste, wo der Eingang wäre, wäre mir schon deutlich wohler. Aber ich denke, das kriege ich irgendwie hin. Ja, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Push button to close. Okay, ich wait. Und da stehen sie schon. Also noch stehen sie da. Im Hintergrund sieht man auch diese komische C-130, die wohl sozusagen der Crew-Room von dem Team ist. Sehr cool. Ah, da hinten steht noch einer. Cool. So, wir sind im Museum of Flight, in der kleineren von den Hallen. Hier, wenn ich das richtig sehe, der Wright Flyer. Muss ja für Gudo noch das Modell von Wonder Womans Flugzeug finden. Was haben wir hier? Andere Flugzeuge. Kommen bestimmt noch einige Flugzeuge dabei. Ah ja, ah, Postflieger. Das scheint ja relativ lukrativ gewesen zu sein. Und hier das Flugzeug schlechthin, die Blackbird, was da hinten drauf ist, ist glaube ich sowas, eine Stealth-Drohne, habe ich irgendwas drüber gelesen, steht bestimmt noch Hilfe. Ich befürchte, die Kunstflieger fliegen los. Da müssen wir mal rausgehen. Ich glaube, jetzt habe ich wieder nichts aufgenommen, aber ich nehme es nochmal auf. Das sind alles ferngesteuerte Droiden. Ich weiß nicht, warum die hier sind, aber wird sicherlich seinen Grund haben. Weitere Flugzeuge. Phantom kennt man ja, dahinter der große Zeitgenosse der Phantom, die MiG-21, tausendmal besseres Flugzeug. Was haben wir da oben noch? Diverse andere Flugzeuge. Doppeldecker und jetzt der große Moment für Matschul. Da ist er, der Starfighter. In einer NASA-Lackierung, wenn ich das richtig sehe. Na gut, alles klar. Sollte man wahrscheinlich auch zum Mond schießen, das Gerät. Ohne Worte. Und die Huey, nicht gerade ein Strahlflugzeug, steht hier neben der Phantom, wahrscheinlich wegen Vietnam-Thema. Mal die Blackbird von der Seite. Also um genau zu sein, war das gar nicht die Blackbird, sondern die M21, wie ich von Herrn Schul gerade erfahren habe. Ist doch immer gut, Leute zu kennen. War ein Projekt der CIA, das Ding da hinten drauf ist die D-21 Drohne. Einen Testflug gegeben, dabei ist die Drohne beim Versuch, sich von der Blackbird, vom Mutterflugzeug zu lösen, in das Seitenleitwerk gekracht, das Flugzeug abgestürzt, der Pilot war tot, das Projekt war auch gestorben. Boah. Hauptteil haben wir abgearbeitet, jetzt Außengelände. Die Kunstflieger kommen ja später.
Das hat gerade angefangen. Das hat nichts damit zu tun. Von wegen, ich bin ein Vaterluke oder sowas an der Kante. Das ist reiner Zufall. So, jetzt gehen wir hier über die Straße. Zum Außenbereich von der Museum of Life. Da drüben sieht man schon einige Flugzeuge. Ich komme mir verarscht vor. Das hat wirklich gerade erst angefangen. Ich kann da aber gar nicht für. Hier kann man das Space Shuttle besichtigen. Vorne kann man wohl auch reinklettern. Das werde ich jetzt nicht tun, weil mich das Space Shuttle eigentlich überhaupt nicht interessiert. Eigentlich hatte ich nur gehofft, dass ich irgendwie durchkomme zu den Flugzeugen. Ah, da hinten jetzt raus. Sehr schön. So, jetzt geht's rund. Die 17. Haben wir da noch B29, auch sehr cool. Was ist das? Na? Die größte Erfindung der Menschheit, Concorde. Ja, vielleicht nicht die größte, aber ziemlich cool. Da müssen wir mal rein. Ich weiß nicht, wo es reingeht, finden wir bestimmt. Super Fortress, okay. Exit only, also Entrance One. B47 da hinten, auch cool. In einer 747 sind wir nur hergekommen, aber das ist nun die erste jemals gebaute 747, die City of Everett. Ganz schön viel Werbung drauf. Aber auch ganz schön groß. Wenn man da von oben kommt, egal. Muss ich nicht haben. Und der Beweis dafür, dass wir da vorhin doch die F-15 gesehen haben und nicht die F-14. Die F-14 steht hier. Meiner Meinung nach haben sie auch zwei, aber das glaube ich irgendwie nicht. Außerdem sieht die hier viel mehr wie ein Trägerflugzeug aus und das andere doch eher wie ein Air Force-Flugzeug. Also wird das ja dann doch die F-14 sein, das andere die F-15. Wir können das ja mal aufnehmen, mal vergleichen. Gehen wir mal rum. Ne? Das Top Gun Flugzeug, freuen wir uns alle, dass wir das mal aus der Nähe sehen können. Mächtige Gerät, ganz schön groß. keine Fotos. Nimitz, okay. Oh. Möchte ich nicht von überfahren werden. Ich glaube, ich werde mir dann mal hier im Pavillon Café Hotdog und was zu trinken reinziehen. Ist zwar noch früh am Tag, aber der Tag ist noch lang, wer weiß, wann man es nicht so was kriegt. Hätte ich beinahe vergessen. Hier steht noch so eine der ersten Air Force Ones rum, die man ja auch besichtigen kann. Machen wir jetzt mal. Gehen wir mal rein. Mal sehen, wie der Präsident damals so gereist ist. Ne? Das ist eine Weile her. Trump wird es mittlerweile etwas bequem haben, bin mir ganz sicher. Hello. Thank you. How are you? Welcome aboard. Thank you. Call to the over there. Somebody reported in a leak in the pavilion. Okay. And they don't, the RCC people cannot find the leak. We're not sure if we have that correct. Or where the leak is. Ja, übersichtlich. Von der Bequemlichkeit. Die Betten waren auch nicht ganz so groß. Ah, 707. Ne? Keine 747, aber auch mit Platz für Sekretärin. Oder was weiß ich, Schreibarbeiten. That's not so very Oval Office.
Sehr cool. Cupholder. Ob die Cupholder Originalausstattung sind? Und das Präsidentenbad, auch eher übersichtlich. Küche etwas edler. Möchtest du aber auch nicht zu viert drin sitzen? Oder zu fünft? Da muss man schon gut befreundet sein. Ich bin mal gespannt. Ich hatte das Ding eigentlich nicht mehr als Versorgungsfunktion gesehen, aber so kann man sich überraschen. Oder kommen wir ab 10? Oh,
antiklimaktisch. Der brennt. Das war teuer, treibstofftechnisch. Und ich denke, die Maschinen werden auch demnächst gewartet werden müssen. Na, wo sind die Kumpel? Und wieder zwischendurch der Antiklimax.